Das da bin ich, Colt Sievers. Und das ist meine Story. Können wir noch mal von vorn anfangen? Ich bin nicht der Held dieser Geschichte. Ich bin nur der Stuntman. Der versucht, cool für seine Traumfrau auszusehen. Die zufällig Regisseurin dieses Films ist. Wir müssen super professionell bleiben. Cool. Willst du rummachen? Nein. Ja, will ich auch nicht. Habe ich gerade gar keinen Bock drauf. Auf rummachen? Ja. Worauf hast du Bock? Reden. Ja. Es gibt nur ein Mini-Problemchen. Der Star des Films, Tom Ryder, ist verschwunden. Und du musst ihn finden. Warum ich? Du bist ein Stuntman. Niemand wird bemerken, ob du hier bist oder nicht. Nicht böse gemeint. Ich meine, schon ein bisschen. Tom! Um ehrlich zu sein, er hat sich mit ein paar zwielichtigen Typen eingelassen. Ich will nur nach dir sehen. Und denen wird's nicht gefallen, wenn du rumschnüffelst. Ich bin nur ein Stuntman, okay? Das ist total irre, Mann. Aha. Wir haben Drogen, böse Typen und einen Mord. Was ist ein Eisverbrechen? Sagten Sie Eisverbrechen oder Eisversprechen? Eisverbrechen. Okay, Sie nuscheln leicht. Ich möchte Ihnen kein Eis versprechen. Ja, das habe ich verstanden. Okay. Die Story ist episch. Von kosmischen Ausmaßen. Stunts! Die Bösen sind ja auf den Fersen. Wir werden dich verstecken. Nein, wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ich vergesse nie eine Faust. So meinte ich das nicht. Nichts geht über einen guten Twist. Wer mag keinen Twist? Lass uns Ärger machen. Genau mein Gedanke. Bleib am Leben. Egal wie. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Nein! Ich habe eine bessere Idee. Willst du fahren? Okay. Verrückter Hund. Der Stuntman ist irre. Wir müssen ihn einkesseln. Und dann prügeln wir die Scheiße aus ihm raus. Scheiße. Ein letzter Stunt. Volles Programm mit Pauken und Trompeten. Wir brauchen ein großes Finale. Wie viele Aufnahmen hast du davon? Wir haben es 5-mal gedreht. Oh. Alter Schwede. Ich will doch den Film ohnehin sehen nach dem ersten Trailer, der ziemlich actionlastig war und genug Eindrücke vermittelte, auf was ich mich hier einlassen kann. Da brauche ich ehrlicherweise nicht unbedingt einen zweiten so langen, nämlich 3 Minuten langen Trailer, der nochmal jede Menge Eindrücke und Bilder dazu bringt, die ich vielleicht erst im Kino gerne sehen möchte, der das komödiantische Momentum dieser Actionkomödie vielleicht mit dramatischem Einschlag in den Vordergrund rückt. Und ich finde, das ist dann in der Menge einfach zu viel. Und man liest das ja auch immer wieder, dass Leute sagen, zeig mir doch nicht den halben Film vorher. Und auch hier ist es, wenn man Trailer 1 und 2 hintereinander schaut, ehrlicherweise einfach too much für meinen Geschmack. Aber wie dem auch sei, damit war es der neue Trailer zu The Fall Guy, auf den ich grundsätzlich Lust habe. Denn es ist der neue David Leitch-Film, bei dem kann man ziemlich sicher sein, dass da ganz feine Action bei rumkommt. Mit Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson ist die Kinoversion der 1980er-Serie ein Colt für alle Fälle und damit die Geschichte von Colt Sievers, einem Stuntman, der am Set hier mit seiner Ex-Partnerin konfrontiert wird, die gleichzeitig die Regisseurin ist und vor allem mit der Tatsache, dass der Star des Films, gespielt von Aaron Taylor-Johnson, unter mysteriösen Umständen verschwindet und er wird darauf angesetzt, ihn wiederzufinden und gerät dabei mitten in eine Verschwörung hinein. Action, Komödie und hoffentlich ein Cast, der gut aufgelegt ist, aber vor allem Ryan Gosling ist eigentlich einer, auf den ist Verlass und Emily Blunt hat normalerweise ein gutes Händchen für gute Stoffe, sind das allein schon so 2 Komponenten, wo ich denke, da kommt richtig was bei rum und bis zum 30. April ist ja auch gar nicht mehr so lange warten angesagt. Unterm Strich, ich hatte nach dem ersten Trailer Bock, der zweite Trailer ist hier ganz nett, ich hätte ihn aber nicht gebraucht, weil ich vieles davon vielleicht erst im Kino sehen will. Deswegen bin ich dabei, gut 2 Stunden verbergen sich hoffentlich hinter diesem guten Film und dementsprechend schauen wir da mal, wenn es soweit ist, rund um The Fall Guy. Was habt ihr denn zu diesem neuen Trailer? Sagt ihr genau euer Ding oder gar nicht? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und zur Thematik der Trailerlänge lasst mich das auch gerne wissen. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.